Ein paar von euch haben gefragt, kannst du nicht mal Map Guides machen? Und ich dachte, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, aber als geschnittene Videos dauert das gerne mal so lange, deshalb versuche ich das mal als Let's Plays. Jetzt sind wir also gerade auf Hoth unterwegs und ich mache auch schon gleich den ersten Danger Move. Ich werfe als Assault meine Vanguard Shotgun an, denn mit der kann ich viel schneller laufen als sonst. Ups, da kommt doch schon einer. Und versuche mir nämlich... Nein! Nein! Hier so einen Turm zu schnappen! Wenn man natürlich gleich da hängen bleibt, dann ist das schon gleich blöd. Aber das kann funktionieren. Manchmal funktioniert es auch nicht. Auf jeden Fall... Muss ich jetzt hier schon wieder raus, macht aber nichts. Denn, naja, hätte ja klappen können. Rebel Trooper. Naja, wenigstens etwas. Ich benutze auf so derart offenen Karten eigentlich immer dieses Gewehr hier. Denn, das finde ich super. Das ist also die... Level 3 Waffe des Assault und die ist fast schon snipe-tauglich. Oh. Deshalb finde ich die sehr geil. Ups. So. Also das ist eigentlich mein erster Move. Ja, also nicht zu sterben, sondern versuchen an diese Türme ranzukommen und die dann umzudrehen. Der zweite Move ist dann, es mit dem TIE Fighter zu versuchen. Und dann... die Verteidiger von oben aufs Korn zu nehmen. Erstmal natürlich die feindlichen Flieger ausschalten. Aber damit kann man natürlich auch fantastisch gut Fußgänger ausschalten. Idealerweise natürlich die den Iron Disruptor tragen. Jetzt aber erstmal abhauen. Was ist denn das für eine Rakete? Naja, irgendwer... Wer weiß, wie es geht, wird als Heavy diese Rakete, diese Ionenrakete aufgestellt haben. Ja, erstmal die Trooper die Snowspeeder ausschalten, denn die sind gegen Infanterie auch verheerend. Und dann eben gucken. Wo kommen die Schüsse her? Friendly Fire heißt es so schön, funktioniert auch in beide Richtungen. Sprich, nein, doch Tracer. Tracer funktionieren auch in beide Richtungen. Das heißt, wenn ihr sehen könnt, wo eure Schüsse hingehen, kann der Gegner auch sehen, wo sie herkommen. Papauts. Gut, das hat er auf jeden Fall schon mal ordentlich Battle Points gebracht. Über den AT-AT kann man dann auch immer nachdenken, denn 400 Punkte sind wirklich nicht viel. Und wenn man Glück hat, holt man diese 400 Punkte also ganz easy auch wieder raus. Dabei nicht vergessen, immer wieder auch mal die Spezialfähigkeiten einzuhauen. Also jetzt eben die Granaten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum die nicht schon längst eingeschlagen sind. Das Problem mit dem AT-AT ist natürlich, der hat halt einen relativ kleinen Wirkbereich nur. Man kann den also seitlich umlaufen, was er hier auch macht. Was ist denn eigentlich mit den Granaten? Die schlagen gar nicht mehr ein. Das ist sehr merkwürdig. Mit dem AT-AT funktioniert das so, dass sobald ihr jemanden killt, verlängert sich die Spielzeit, die ihr mit dem habt. Und das ist natürlich super praktisch. Was halt total nervig ist, der Typ steht da unten. Man kommt aber nicht an ihn ran, weil er einfach zu weit weg ist. Da oben sind doch so viele in diesem Nest drin. Jetzt hoffe ich doch mal, dass dann jetzt auch mal endlich der Granateinschlag kommt. Ja, jetzt kommen wenigstens noch ein paar. Ja, ein paar ist gut. So, da steht der Raketenlauncher-Typ. Diese zweite Kanone. Oh, fliegt da gerade ein Snowspeeder um mich rum. Diese zweite Kanone ist auf dieser Map total blöd, weil ihr seht, die hängt so tief unten, dass es wirklich schwer ist, hier jemanden zu treffen, weil ihr ja bergauf lauft.
Aber immer ganz schön ist eben, wenn er dann mal auslöst, dieser Artillerieschlag. Aber direkte Treffer sind nicht leicht. Da haben sie das Ding auch ordentlich genervt, denn in den ersten Runden, die ich damit gespielt habe, habe ich gedacht, was ist denn mit euch los? Das ist ja, kann man ja so krass Kills machen. Mittlerweile nicht mehr ganz so leicht. Denn man möchte ja meinen, hier so ein Treffer. Ja, endlich mal. Killt halt ordentlich was weg, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Ne? So, und es ist auch schwer abzuschätzen, ob man wohl was trifft oder nicht. Jetzt aber. Da oben. Oh! Wollte gerade behaupten, solange man eben immer schön Kills macht, kann man es eigentlich fast so eine ganze Runde im AT-AT durchhalten. Aber offensichtlich habe ich nicht genug Kills gemacht. Deshalb mag ich auch dieses Gewehr so gerne, weil man da mit ein bisschen Glück tatsächlich auch einen Flieger abschießen kann. Das wäre natürlich zu schön, um es jetzt auch wirklich demonstrieren zu können, aber der hält auch zu viel aus. Ja, das wird man nur ganz selten sehen in den Runden mit AT-ATs, dass die in der ersten Stage stoppen. Ganz selten im Sinne von eigentlich nie. Was viele nicht wissen, es gibt nämlich tatsächlich so eine Art Easter Egg oder ein Hidden Game Mechanics. Man kann mit dem Snowspeeder tatsächlich wie im Film so ein AT-AT One-Hitten praktisch. Hatte ich nicht noch gesagt, man kann mit diesem Teil quasi snipern? Kann man. Da muss man dann mit dem Snowspeeder um den AT-AT rumfliegen. Allerdings braucht das eine gewisse Voraussetzung. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die aussieht. Ich glaube, der AT-AT muss relativ stark angeschossen sein. Und da kriegt man nämlich wie so ein Minispiel, wenn man im Snowspeeder sitzt, mit so Rändern um die... Ui! Mit so Ringen um die Beine und dann kann man den mit einem Seil verknoten. Ihr merkt, es ist nicht so einfach, Sachen zu erklären und gleichzeitig halbwegs sinnvoll zu spielen, aber ich habe das schon oft genug festgestellt. Aber die erste Stage, wie gesagt, praktisch unmöglich, die Angreifer da zu stoppen. Aber ich habe zumindest auf Crate habe ich mal gesehen, wie ein AT-AT zerstört worden ist. Wer weiß, ich zeige euch ja im Anschluss dann auch noch die Verteidigerrunde. Vielleicht gelingt es mir da. Aber jetzt geht es erstmal mit voller Ticketzahl in die nächste Stage. Was ich hier immer gerne mache, ist einfach die Türme der Officer kaputt schießen, denn die explodieren dann ganz gehörig und meistens steht ja der Officer dann daneben und dann tut ihm das weh. Aber ich spiele tatsächlich am liebsten den Assault wegen seines Aufklärungsfeilchens. Was? Woran? Ah, Tripmine. Noch nie bin ich in einen Tripmine gelaufen. Aber dafür seht ihr jetzt wenigstens mal Helden live oder halb live. Und ich habe es im Schurken-Tutorial schon gesagt, Bosk ist eigentlich meiner Meinung nach ziemlich der Stärkste in Angriff wie Verteidigung. Und ihr habt richtig angemerkt, der Typ kann sich ja immer hochheilen. Und das ist natürlich krass. Einfach mal hier blind Blei in die Heide geben. Wird schon den richtigen treffen. Paminen auslegen. Irgendwer stirbt auf jeden Fall. Deshalb ist der eben zum Flaggen einnehmen auch super. Und auf der anderen Seite. Die haben wir schon eingenommen. Das ist natürlich sehr nice. Jetzt wird es auch mal wieder Zeit. Oh, jetzt werde ich angegriffen von der Seite. Das ist schlecht. Ich verstecke mich deshalb jetzt hier hinter meinen Minen.
Außerdem habe ich noch so eine Star-Card, mit der ich weniger Schaden nehme, wenn ich hier diese Predator Instincts anhab. Und deshalb verpisse ich mich mit denen jetzt. Ja, und deshalb kommt der eben auch, wie jetzt, dann relativ easy auch mal wieder auf 600 Punkte hochgeheilt. Und ihr seht, wie schnell das dann auch gehen kann. Trotzdem sollte man als Held eben nicht sinnlos vorlaufen, denn wenn man tot ist, ist man halt tot und man ist halt als Held schon ein mächtiges Asset für das Team und das sollte man nicht so einfach wegschmeißen, nur weil man irgendwie Punkte machen will. Ja, nicht schisserig sein, aber doch ein bisschen aufs Leben aufpassen. Ne? So. Ja, ist ja eigentlich tatsächlich ein super, super Schurke für so einen offenen Teil der Map hier. Schwierig ist, wenn man zoomt, da kann man natürlich nicht sehen, wie viel Gesundheit man gerade hat. Muss man ein bisschen aufpassen. Au, wow! Aber was cool ist, auf Horde funktioniert der eben auch super, weil dann, vielleicht ist es auch nur ein Bug, er eben nicht so die Farbveränderung, die er normalerweise hat im Predator-Modus, die funktioniert dann hier irgendwie nicht. Oh, Calrissian. Trotzdem einen Kopfschuss abbekommen. Oh, Darth Maul ist down. Ja, jetzt bin ich hier mittlerweile ganz alleine. Das ist natürlich schwierig, aber schon ist der Cooldown wieder vorbei. Aber gerade das Gefühl, es ist mir fast ein bisschen zu riskant, hier rumzumachen, während ich hier so halb gefühlt alleine bin. Aber jetzt bin ich gar nicht mehr alleine. Oh! Jetzt hat es auch geheißen, Bossk sei genervt worden. Dahingehend, dass seine Minen anders auslösen als vorher. Ich gebe dem jetzt einfach mal Gas da oben hin. Ja, ich bin jetzt hier wirklich alleine zugange. Ist mir zu gefährlich. Ich schaue mal, ob einer von denen in meine Minen läuft. Ja, Tata. Hier. Kannst du gleich nochmal machen. Und jetzt heile ich mich aber auch mal in meinem Gas. Einer von euch hat sehr richtig gesagt, er braucht dieses Gas eigentlich gar nicht, um sich zu heilen. Aber wenn es mal dringend nötig ist, dann doch. So, jetzt ist hier der Imperator mit am Start. Ah, es sind gleich zwei. Nicht so gut. Das war, glaube ich, der Disruptor von irgendwem, von Calrissian. Ja, komm du nur her zu mir. Schon wieder? Was ist das immer? Ja, mit Yoda im Rücken, schwierig. Aber für das Team. Fürs Team! Sterbt alle! Ui, bisschen knapp. Ja, aber ich bin ja offensichtlich immer, habe ich ja oft gesagt, ein Fan davon, mich zur Not auch mal zu opfern, wenn es denn sein muss. Aber ehrlich gesagt überlebe ich dann auch lieber. Und noch ein bisschen Gas oben drauf. Mal gucken, wie weit man die werfen kann. Wahrscheinlich nicht allzu weit. War doch ein Held da, oder? Ja. Wow. Oh, von der anderen Seite kommt auch noch einer. Jetzt wird es Zeit, sich zu verpissen. Hä? Bin ich denn hier? Ja, ich merke es auch gerade. Irgendwo ist es nirgendwo so richtig sicher. Aber jetzt gibt es hier auch nur noch diesen letzten Punkt. Da
Die kriege ich da doch wohl auch noch weg. Bisschen Gas rein. Und der ist eben... Oh nein, der Kleine! Er ist halt auch ein sehr guter Verteidiger. Jetzt bräuchte ich aber trotzdem mal wieder ein bisschen Cooldown auf Dinge. So, jetzt geht da mal bitte einfach mal keiner mehr ran. Oh, oh, Lümmel. So, und jetzt so muss es sein. Nochmal Minen hin. Schön zusammen mit Phasma und ihrem Disco-Turm. Und jetzt sagt Bosk schon, it is over. Ja, tatsächlich, das ist eigentlich nicht mehr für die zu schaffen. Ah, Calrissian, Schwein. So nicht. Ja, hier nochmal ein paar Minchen hin. Jetzt bin ich bereit, für die Sache zu sterben. Was, warum läuft der nicht in meine Minen? Lümmel! Ah, das ist natürlich schlecht. Also jetzt kann ich natürlich gucken, ob ich noch die 600 Punkte für den Held zusammenkriege. Zu schwierigen Phasen spiele ich dann auch gerne mal Officer, um eben zu pushen und die Gesundheit hochzuhalten. Das hat der Kollege jetzt auch gemacht. Das ist aber immer blöd, das direkt nach dem Spawn zu machen. Denn ihr werdet sehen, bis ich bei der Action bin, und zwar jetzt, ist der Buff vorbei. Läuft vorbei, dass ich euch auch mitwaffen kann. Schade, das kriegen wir wohl doch nicht mehr hin. Ja, wo ist ja der Turret? Deployen Sie! Oh nein! Oh nein! Aber es ist an, es ist noch an. Hab ich noch... Ah, hätte ich jetzt so gerne noch die 6000 Punkte voll gemacht. Jetzt wird's knapp, aber im Prinzip habt ihr es gesehen. Also am Anfang, auf dem offenen Level, immer schön semi-snipen, aber Druck machen und dann gegen Ende bosken. Und dann gewinnt man manchmal auch. Nun gut, in diesem Falle eben nicht, aber zumindest das so ein bisschen ein live gespielter Map-Guide. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Im nächsten Video mache ich dann die Verteidigungsrunde. Immerhin Platz 2.